Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Goodiebox. Das ist dieses wunderschöne Schätzelein. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Während es draußen stürmt, irgendein Orkantief vorbeizieht und man echt denkt, die Welt geht unter, hat mich der Postbote bzw. die Postbotin erreicht und mir die Goodiebox vorbeigebracht. Also erstmal ein großes Lob an und Ehre und hasse nicht gesehen an die ganzen Paketzusteller, die bei diesen Wetterzuständen ihren Job ausüben und überhaupt an alle, die ja tatsächlich das Haus verlassen müssen, wenn andere zu Hause bleiben und ja, ne? Genau, und sich das Spektakel von drinnen angucken können. Wirklich Hut ab, das ist echt der Wahnsinn. Auf jeden Fall ist das die Februar-Ausgabe und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an das liebe Goodieboxen-Team. Und das ist eine Box, die kommt aus dem skandinavischen Bereich, aus Dänemark. Und sie enthält Produkte, 5 bis 7 Produkte, 2 davon in Originalgröße mindestens, Wert mindestens 70 Euro. Kostet 19,95 pro Box und pro Monat, jederzeit kündbar. Und sie hat immer dieses wundervolle Schubladendesign, sodass man sich daraus auch ein tolles Regal basteln kann. Weil ich so eine Box zugeschickt bekomme, möchte ich, dass ihr ja auch was davon habt. Deswegen verlose ich in diesem Video ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket an einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, hübsch, oder? Also wirklich mal so ein bisschen was anderes. Nicht das Einheitliche, sondern auch ein Muster mit dabei. Ich mag das gerne leiden. Das ist so, ja, Kakaobraun oder Cappuccino, ne? Und dann halt so ein Creme-Weiß dadurch. Und ich mache die Box einfach mal auf, dass wir reingucken können. So sieht das dann vom Inneren auch immer aus. Und okay, wir haben eine Box, die uns sagt, dass wir uns selbst applaudieren dürfen. The Applaud Yourself Box. Wir haben immer, und das ist immer so eine Sache, bei der Goodiebox so irgendwelche geilen Themen, die mich einfach im Herzen tief berühren. Und deswegen freue ich mich jedes Mal am allermeisten auf das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Beziehungsweise hier steht nicht, was drin ist, sondern hier steht einfach so ein Einstimmtext, sage ich jetzt mal, ein Editorial. Und hier ist ein QR-Code, den kann man scannen mit dem Handy und dann kommt man direkt zu den Produkten und das finde ich ziemlich cool. Das ist halt auch nachhaltiger, ne? Dass es dann kein Printmagazin mehr in dem Sinne gibt. Und ich lese einfach mal vor, was die Boxenpacker sich im Prinzip diesen Monat beim Boxenpacken gedacht haben. Hier bei Goodiebox möchten wir euch allen einen riesen Applaus geben. Wir meinen es ernst, ihr habt nichts anderes verdient. Im letzten halben Jahr haben sich so viele von euch für ein Leben ohne Entschuldigung entschieden, non-apologetic life. Genau, das haben die nämlich vor einem halben Jahr begonnen, uns zu sagen, dass wir uns einfach nicht selber entschuldigen müssen. Du hast schwierige Entschlüsse gefasst und mutige Entscheidungen getroffen, die schon längst überfällig waren. Also wenn die wüssten, was ich im letzten halben Jahr für mutige Entscheidungen getroffen habe, und wie sich mein Leben tatsächlich verändert hat, was ja auch im Prinzip seit dem letzten halben Jahr der Fall ist, also seit Oktober. Die könnten es nicht besser treffen gerade. Du hast toxische Beziehungen verlassen, check. Den aussichtslosen Job gekündigt, hat da jemand zugehört? Und den Sprung gewagt, um deinen Träumen zu folgen, ohne dich dafür zu entschuldigen. Ja, du hast gesagt, scheiß auf die Meinung anderer. Vielleicht hast du es sogar laut gerufen. Hab ich. Und jetzt zahlt es sich aus. Ich merk's. Vielleicht lächelst du ein bisschen mehr oder atmest tiefer ein bis in die Zehenspitzen. Sollte ich mal, denn ich habe mich eben erst fresh mit euch geschminkt und da kommt eine Träne, die ruiniert mein Make-up. Weg da. Unglaublich. Du wirst eine bessere Version von dir selbst, stehst ein bisschen aufrechter, entspannst deine Schultern mehr. Mhm, genau. Ja, wir sehen dich und du strahlst. Also applaudier dir selbst. Komm, Leute, haut raus. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Es ist total bekloppt eigentlich, aber macht's einfach mal. Ne? Es tut gut. Das tut auch gut. Manchmal. Nimm dir die Zeit und verbringe sie mit dem größten Rockstar, den du kennst, mit dir, Team Goodiebox. Ja, also jetzt ist das Make-up hin. Unglaublich. Also, ja,
Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht heulen. Was ist das denn hier? Es rührt mich tatsächlich auch immer wieder zu Tränen. Und es ist einfach für mich, es ist jetzt ja auch nicht irgendein Rampampam, aber Leute, ihr ne, habt das ja vielleicht mitbekommen, wenn ihr mich... Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn du mir neu bist, dann denkst du dir auch, was ist das für eine Trilie, die ja anfängt zu flennen, wenn die nur ein Heftchen sich durchliest. Ihr habt das vielleicht ja auch die letzten Monate mitbekommen. Es war nicht immer leicht, aber ich bin stolz auf mich, dass ich auch den Schritt gewagt habe. Ja, und da kann man auch mal stolz auf sich sein. Ich habe von euch so viele Nachrichten bekommen auch, dass ihr auch gerade in einer schwierigen Lebenssituation steckt und mich dann auch vielleicht so ein Stück weit als Vorbild nehmt, dass es auch gut werden kann. Dass wenn man einfach aus einer Situation sich befreit, dass es gut tut. Und ja, ich möchte keinen animieren, irgendwelche verrückten Dinge zu machen, aber manchmal ist es gar nicht verkehrt, verrückte Dinge zu tun, auch wenn sie sich ultra verrückt anhören. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu dem kommerziellen Part hier und gucken mal in die Box rein und gucken uns die Produkte an, oder? Dafür sind wir doch eigentlich hier. Moin. Ja, okay, also die Goodiebox verzichtet weitestgehend auf Verpackungsmaterial, auf Filmmaterial, was ich sehr, sehr gut finde. Und wir haben hier halt immer so ein Seidenpapier, was halt mit einem Klebi zugemacht ist, und dann verstecken sich halt die Produkte hier drin. Und so schaut das Ganze dann einmal aus. Wir haben 5 Produkte diesen Monat hier, die uns erwarten. Und wir gucken jetzt einfach mal in die Box hinein. Zuallererst erwartet uns ein Produkt, was ich schon mal in ganz, ganz klein hatte und aufgebraucht habe. Ich habe es aber nicht im Gesicht verwendet, weil ich das da nicht so gut vertragen habe. Ich glaube, ich habe das auf meine Mumu gegeben, weil da gebe ich mir ja auch immer ein Pflegeöl hin. Le Concentré Hyaluronique, also ein Hyaluronsäurekonzentrat von Hugon. Hier haben wir drin 15 ml und das ist eine Marke, die aus Frankreich kommt, ne? Und die ist gar nicht mal so günstig. Ja. Und so ein Serum kann man immer gut gebrauchen. Wir haben hier eine hochwertige Glasflasche mit einem Pumper mit, also mit so einem, mit einer Pipette mit dabei. Und ein Serum gibt man sich halt auf, nachdem man den Toner aufgetragen hat und vor der Gesichtscreme, einfach um nochmal so eine ganz gezielte Extraportion Pflege zu geben. Und Serum ist nie weg, kann man immer gut gebrauchen, finde ich schön. Dann haben wir etwas mit drin, das ist von... Das ist auch Glas von Kindle Beauty. Da hatten wir auch mal war das auch in der Goodiebox mit drin? So ein pH-anpassendes Lippenvieh. Das wurde halt pink. Das fand ich nicht so grandios. Calm Kind Mist. Hydrating Setting Mist. Baby, komm zu Mama. Ist das geil. 35 ml sind hier drin. Und das ist ein Produkt, das kommt in meinen Full-Face Beauty-Boxen mit rein. Ich trage gerade meinen Full-Face Beauty-Boxen von dem Monat Januar auf meinem Gesicht. Ne? Also jeden Monat schminke ich das einmal für euch ab. Einfach, um mit euch mal zu gucken, wie die Produkte so performen. Weil es ist ja immer alles schön und gut, wenn wir halt neue Marken auch in Boxen mit drin haben, in Beauty-Boxen. Und wir die halt entdecken können. Aber man weiß halt nicht, wie die so performen. Und das... So, einmal hier aufreißen bitte. Und das mache ich dann halt einfach mit euch in einem Schminki zusammen. Mit Pflegeprodukten ist halt immer ein bisschen schwer. Das mache ich dann in meinem monatlichen Aufgebraucht-Video, wenn ich dann mal Produkte aufgebraucht habe, dass ich euch darüber berichten kann. Ne? Aber es geht halt immer alles etwas schneller, wenn man das halt in einem Schminkvideo machen kann. So, ich wollte jetzt nämlich einfach mal gucken, wie der Pumper so ist. Da bin ich ja immer sehr neugierig. Oh. Der ist schön. Das riecht irgendwie interessant. Also sehr interessant. Also eigentlich nach Wasser, aber ganz leicht ist irgendein Duft auch noch mit dabei. Ich weiß aber nicht, was das sein soll. Kann ich jetzt nicht so frisch, also nicht unangenehm, ne? Ja, werden wir auf jeden Fall ausprobieren, ne? Also kann ich jetzt auch mal so drüber geben. Also keine Pünktchen, also spuckt einen nicht an. Erfrischend wird auf jeden Fall... ins Full-Face Beauty-Boxen wandern. Selten, dass wir auch mal ein Fixing-Spray oder Setting-Spray in Boxen drin haben. Das finde ich cool. Hier haben wir etwas drin von Gold, ein Texturizing Spray Wax. 75 ml sind hier drin enthalten. Wir hatten von Gold mal so ein Kopfhautmassage-Vieh mit dabei. Das fand ich total großartig. Verwende ich super gerne, wenn ich halt mein... Also, ich habe ja auch so Kopfhaut-Peelings, ne? Wenn ich das so in meiner Kopfhaut verteile. Weil ansonsten, ich mag nicht das Gefühl, wenn ich diese Kopfhaut-Peelings verwende an meinen Fingern. Merkwürdig, das, ne? Aber ist halt so. Und dann halt mit so einem Tool einmassieren. Das ist so angenehm. Aber... Ich verwende keine Haarpflege, also keine Haarsprays, Haarwachse oder sowas. Ne? Ich habe halt meine Haare so, ich mag meine Haare, ich habe Wanderbommel aber oder Haare offen, aber ansonsten mache ich nicht viel mit meinen Haaren, deswegen wird das weiter wandern. Aber
gut, ne? Das ist halt eins von den ganzen Produkten. Und dann habe ich hier etwas drin. Oh, auch was für mein Fullface Beauty Boxen von Tease Crave Lip Gloss. Oh, schön. Beautiful Bad Habit Lip Gloss. Okay, satisfy your urge for playful provocation. Okay, du sollst dein Bedürfnis befriedigen, verspielte Provokation auszuleben. Okay, ein veganes Produkt. Also diese Tease Produkte sehen ja immer von der Verpackung her immer sehr spektakulär aus. Ja, hier drin auch. Dann bin ich gespannt, wie der sich auf den Lippen macht. Ne? Ich kann ihn jetzt ja auch schon mal drüber machen, über dem, was ich drauf habe. Ja, ich hatte jetzt tatsächlich auch aus der Goodieboxen Lippi jetzt auf den Lippen. Ein Lipgloss mag ich ja. Oh, schön. Der hat Schimmer mit drin. Aber nicht zu auffällig, ne? Sehr angenehm. Man merkt diese Glitzerpigmente auf den Lippen. Wenn man die Lippen so aufeinander presst, das ist nicht ganz so meine Welt, aber sie sind relativ fein. Das geht tatsächlich noch klar. Da hatte ich schon ganz andere. Oh, aber meine Zähne wirken dadurch weißer. Das ist ja auch schon wieder geil, ne? Ja, den mag ich. Den mag ich. Das muss ich nur mit dem, ne? Glitzervieh noch irgendwie, hat sich gereimt, voneinander kriegen. Vom Gefühl her, wenn man ja auch gefühlt seinen Lippenstift auf isst. Aber das Ergebnis gefällt mir gerade sehr. Okay, einen haben wir hier noch drin. Und zwar ist das von Terre de Mars. Da haben wir öfters mal von der Marke was in der Box mit drin. Die Nummer 011. Eine Le Nourrisson Corps Imminence. 100 ml, also quasi eine Bodylotion. Ja, also ich bin... Ja, hier steht, was ist das denn? Shea Butter Soothe, Sunflower, Olive Fruit Oil. Okay, also Olivenöl ist hier mit dabei. Shea Butter und Sonnenblumen. Irgendwas. Ich persönlich mag es einfach gerne, wie ein Blumenladen zu riechen oder irgendwas Süßes. Dann, ne, also wenn ich Bodylotion verwende, gerne mit Pflege, klar, aber es soll halt irgendwie auch einen tollen Duft mit dabei haben. Das, glaube ich, hat der hier jetzt nicht so unbedingt. Das finde ich jetzt nicht so, also das Produkt an sich finde ich nicht so super sexy ansprechend, ne? Aber das muss ja auch nicht immer sein. Aber das war schon die Box. Ich bin jetzt hier ein bisschen durch die Box schneller durchgerast als mit dem Editorial am Anfang, ne? Herzlich willkommen in meiner Welt. Moin. Falls du Bock hast, mich zu abonnieren, kannst du das gerne hier machen. Dann hast du nämlich mehr von mir. Ja, das war jetzt auf jeden Fall die Box. Okay, also diese Produkte möchten, dass ich mir applaudiere. Das mit dem Lippi kann ich mir gut vorstellen, weil der macht weiße Zähne, finde ich großartig. Und der macht halt so ein... Also, ich finde ihn geil. Also von der Optik her, ne? Vom Gefühl her muss ich mal gucken, ne? Das ist halt, man merkt ihn halt. Gut, wenn man Haarstyling mit reinknallt, das ist auch eine ganz schöne Geschichte. Wenn man seine Haare stylt, macht das durchaus Sinn. Setting Spray finde ich klasse. Body Lotion, ja, dann hast du halt einen schönen, geschmeidigen Körper. Genauso wie das Gesichtsserum, da hast du ein geschmeidiges Gesicht. Schon coole Produkte, ne? Also mir gefällt die Box. Hat sich definitiv gelohnt. 20 Euro dafür ist jetzt auch echt vollkommen in Ordnung. Ja. Ich fand die gut. Schreibt mir gerne, wie ihr die Box so fandet, unten in die Infobox mit rein. In die Infobox, nee, da könnt ihr nicht reinschreiben. In die Kommentare rein. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beauty- und Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!